Hallo und herzlich willkommen hier im 1.22 im Singleplayer auf der Obertal. Ja, wir sitzen natürlich hier noch in unserer Ballenpresse, da wo wir gestern aufgehört haben. Weil geht ja nahtlos weiter heute am Sonntag. Und wir werden jetzt hier gleich das gute Gefährt, er lädt noch ein Ballen aus, das ist natürlich schön. So richtig mit 7 Liter. Ne? Gut, aber ich glaube, es geht unten noch, der Crusher stand ja auch unten. Da liegen noch 3 Meter Schwatt, die nehmen wir natürlich mit. Und dann schicken wir ihn mit einem anderen Kurs zu Feld 8. Und Feld, weiß ich nicht mehr, wo wir Gras gemäht haben. Achso, ich sehe es ja auch hier. Wir haben auf Feld 18 und 42, nicht mehr auf Feld 8, auf 18 und 42 haben wir Gras. Eigentlich können wir gleich eins machen, wir können mal hier den Kurs rausschmeißen und können den Kurs nicht generieren, sondern einfach hier Feld 18 Kurs laden, aktivieren. Oh, ist ja wirklich bloß noch ein Fitzel, der hier liegt, ne? So. Dann sagt man nämlich ganz einfach hier Feld 10. Erster Wegpunkt. Aktivieren und dann sollte er eigentlich, wenn er hinkommt, Ballen pressen, oder? Bin ich verkehrt? So, wie läuft das hier drüben? Also der LKW ist fort, der Sprecher scheint irgendwas zu haben zum Ausladen. Ne? So, wird blockiert. Ui. Dann müssen wir gleich mal umstellen, dass die im Vorgewende nicht abgetankt werden. Das war mir gar nicht so bewusst, dass hier die Bäume so nah stehen. Da müssen wir hin. Entladen im ersten Vorgewende. Ist ja deaktiviert. Ist er denn richtig voll oder was? Ne, 85%. Weiß ich auch nicht. Ne, er macht ja sonst glaube ich bis 95% oder bis wohin macht er, wenn er selber fährt. Wenn er eine Tasche machen will, der wird jetzt hier, sicherlich wollte der von der LKW eine Tasche machen, ne? Wir fahren wir ja selber noch ein Stück vor und klappen mal das Rohr aus, dass der LKW herkommt. Baut es sich. Sieht erstmal gut aus, oder? Ich hoffe mal, der LKW weiß, wo lang will. Und findet er den Baum? Nee. Knapp, würde ich sagen. So, kann er ja weitermachen am nächsten Wegpunkt. Ach, das ist ja schon beidseitig befahrbar. Hm? Ja, müssen wir mal gucken, also das ändere ich mir ab. Oh, er kommt auch hier gut voran, oder? Das täuscht manchmal mit dem Vorgewende, was dann noch fehlt. So, mal gucken, ob wir die Ballen hier abgeladen kriegen.
Also abgeladen kriegt man es mit Sicherheit, ob sie angenommen werden. Das ist ja viel interessanter. Jo, ja, angenommen, das ist gut. Dann ist der Komposter voll, ne? Oder? Der ist voll. Auch nicht verkehrt. Feld 7. Können wir wirklich das restliche Stroh verkaufen? Ne? Und da haben wir gestern umgestellt auf Schwert. Da kriegen wir jetzt einen scheiß Preis. Schlechten Preis. Was wird man kriegen für das Stroh? 35 für 1000. 4,4 Millionen ergibt nur 154.000. Also das ist ja richtig ernst. Ne? Ich glaube, wir hatten vorher 4 Millionen. Hatten wir vorher im Lager. Ne? Und jetzt haben wir 2,4. Also das wird nicht ganz halbiert. Ne? Mal schauen, ob wir das überleben. Ach so, genau. Die Ballenpresse ist jetzt bei der 18 angekommen. Auf was hat er hier gewartet? Auf den Zug oder was? Ach nee, dass ich ja reinfahren konnte, weil der andere raus wollte. Okay. Genau, weil das ja auch bloß an der Bahn lang geht, sozusagen. Na gut, das ist dann die gleiche Ausfahrt, ne? Ja, aber dort an Schienen lasse ich nicht den Abgabepunkt, weil es ist ja mit dem Pressure wirklich schwierig, dort umzukoppeln. Achso, jetzt haben wir Kalk eingeladen, jetzt haben wir bloß noch eine Arbeitsbreite von 18 Metern. Ne? So, machen wir erst Vorgewände. Das weiß ich noch nicht. Erstmal machen wir nur zwei Vorgewände. Weich 15% Überlappung und minus 3 Meter machen wir nicht mehr. Höchstens 0,2, damit wir die Ränder richtig erwischen. Ja, das sollte so passen, das machen wir so. So, erster Wegpunkt, Übergabe. Speichern. Speichern, neuer Ordner. Ich weiß gerade überlegt, ob ich das Kalken nenne, ne? Aber wir werden das so rum beibehalten. Kann zwar da alles verkehrt sein. Genau, und das meinte ich nämlich. Er schreibt jetzt die 18 vor 9. Das ist nicht schön. Dann müssen wir hier mal umschalten und Eintrag umbenennen sagen. Und wollen den umbenennen. Ja, dann schreibt er mir davor. So gefällt mir das besser. So, Modus ändern. Kurs speichern. Feld 07. Erster Wegpunkt. Übergabe ist an. Und dann kann ich hier Kalk ausbringen. Ich muss noch drauf. Na, muss ein bisschen was drauf an Kalk. Er wird das ein oder andere Mal mindestens einmal Nachschub brauchen, würde ich sagen. Wenn es denn reicht. So, wo ist jetzt hier unser
Also er hat ja angefangen, Ballen zu pressen. Er wickelt sie zum Glück auch ein. Ne? Und er erwischt auch hier das erste Vorgewende. Wir müssen uns bloß dort zuhalten, hier um die Ballen wegzusammeln. Und dann können wir gleich mal hier rausnehmen. Denn sonst wird er wieder blockiert. Ja, mit dem Geld gibt es ja auch noch Überlegungen. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass das hier verschimmelt auf dem Konto. Ne? Ich glaube, das ist mir aber noch nie passiert im LS. Die Überlegung ist so ein bisschen noch in Richtung Produktion, wo natürlich dann für uns was rumkommt. Ne? Weil die Produktion, die wir jetzt haben, sind größtenteils dazu gedacht, ja, uns selber erstmal zu versorgen. Ne? Sprich, mit Saatgut, mit Dünger, Mineralfutter geht gar nicht. Und das ist noch so ein bisschen eine Sache, auch wo entsprechend ja, Jürgen und Rolf, die haben ja diese Getränkefabrik gekauft. In der Getränkefabrik kommen ja diese Vitamine raus, die wir brauchen, um Mineralfutter herzustellen. Ne? Weil das ist das Einzige, was wir aktuell nicht herstellen können. Wobei, wenn es so richtig knapp wird, müssen wir es zukaufen. Also da führt ja nun mal kein Weg dran vorbei. Ne? So, und die elektrische Ladung in der Salzgewinnung, die reicht gerade so für eine Stunde. Weil mir hatte auch jemand, ich weiß gar nicht mehr wer, hat mir jemand geschrieben, ich soll doch in der Salzgewinnung, wenn es nur Strom braucht, alle drei Schienen anschalten. Aber der Strom wird nicht reichen, ne? Er reicht noch 9 Minuten und in 10 Minuten wird das wieder verteilt, ne? Der neue Strom, der für eine Stunde reicht, weiß ich auch nicht. Das ist die große Frage, ob wir jetzt hier damit zum Verkauf fahren oder ob wir uns da... Aber wir haben 208.000, also ein bisschen was an Geld kriegt man. Also die auch noch einlagern bei uns, das will ich nicht machen. So, mir kommt BGA Nord war es. Ne, BGA nicht, BGA Nord. BGA alles verkaufen, so hieß doch, glaube ich, das, was das meiste Geld gab. Ja. Wo auch immer die BGA ist, bin jetzt ernsthaft überlegen. Ich wüsste nicht, wo die BGA ist. Genau, alles verkaufen, alles verkauft, BGA. Ja, wir fahren dorthin. Handel, Verkauf, Einkauf, Handel, Verkauf, alles verkauft, BGA, hier oben steht sogar. Aber wir machen eins, wir stellen mal unsere Ballen außerhalb vom Feld ab und sammeln mal die hier noch weg. Kann ja der Kalkstreuer ungehindert arbeiten. Würde ich sagen. Am besten auf die Schiene. Dann sind sie irgendwo, wenn wir das nächste Mal herkommen. Aber hier drüben an der Seite können wir sie hinstellen. Da dürfte der Obst falsche Richtung, der Zug auch nicht davor fahren. Oh. Mal umgeschmissen. Ne, ist stehen geblieben. Glück gehabt. Jetzt versteht der Kalkstreuer keinen Spaß, wenn hier blockiert wird. Das ist schon ein gut großes Feld hier. Ne? Also es ist jetzt nicht so... So,
Da fahren wir mal hin zur BGA, da wissen wir dann auch, wo sie ist. Ich wüsste jetzt aus dem Kopf wirklich nicht, wo die BGA ist. Doch, rechts. Auf der Karte rechts. Na klar, wir hatten doch im 19er hier auch, Kurse eingefahren in der BGA, ne? Oder? Ja, genau. Ach, jetzt sind die Silos so rum. Im 19er standen hier, glaube ich, lange Silos, oder? Weiß ich auch nicht mehr so genau, aber irgendwie war das. Ja, BGA ist natürlich, ja, wäre eine schöne Einnahmequelle. Das Gelände selber kann man nicht kaufen. Ja, da müssen wir die BGA kaufen. Aber das sind ja, durch das hier ist ja alles verkaufen, ne? Genau, alles verkauft BGA. Und das hier ist ja dann die BGA selber. Die müsste ich, glaube ich, dann hier so kaufen, ne? 1,189 Millionen. Schon mal kein Schnäppchen, ne? Aber habe ich dann die Bunkersilos mitgekauft hier? Weil sonst kann ich die ja gar nicht befüllen, ne? Oder? Ich denke mal schon. Ob wir hier mal häckseln, weiß ich nicht. Ob wir so mal so ein Silo voll machen, mal gucken. Aber da müssen wir ja schon fast alle anderen Produktionen haben, bevor wir uns hier an der BGA befassen. Oh, wir haben wohl nicht eingeschalten. Doch. Ich hatte schon gedacht, wir hätten vergessen, hier die Übergabe einzuschalten. Das ist ja kein Kaltrichter. Gerade mal einen Vorgewendete geschafft. Ein bisschen. Aber ich warte auf den Moment, wo die sich hier in den Schranken verheddern. Ich meine, hätten wir immer noch die Möglichkeit zu sagen, nur unsere Mod aufzunehmen mit ihr, dass die Züge angehalten werden. Das wäre noch so eine Option, wenn es zu schlimm wird. Weil sicherlich, je mehr Helfer irgendwann unterwegs sind, desto höher ist das Risiko, dass einer sich dort verheddert, ne? So, und das hier ist ja sofort Silage. Genau. 7500 Liter. So, wir sind ja auf Feld 18. Wie viel müssen wir da was abgeben? Erntemission, Kruppern. Nicht, dass hier noch eine Düngermission noch dabei ist. Geht eben immer noch drin. Also die ist schon. Na gut, wir müssen es wenden. Also überlegen wir uns noch, wenn die anderen zwei beiden Missionen fertig sind. So, 18. Details. Wir müssen 435.000 abgeben. Schön viel. Würde ich meinen, dass das schon nicht wenig ist. 435. Also wir müssen 55 Ballen werden wir hinbringen müssen. Vielleicht 56, also 55 auf alle Fälle. 28 laden wir. Zwei Ladungen sind 56. Das ist eigentlich relativ einfach. Also zwei Ladungen Ballen müssen dahin. Da ist hier eine Gasleitung kaputt, hier zischt. E-Antrieb vom Boot oder was? So, unser Ballenhänger ist angekommen. Kriegt man 1000. Das reden sich die Spritkosten, wir da rein haben hier.
Oh, 10.000. Ja gut, wir haben 11.000 Liederballen. So, Feld 18. Gucken wir uns jetzt hin. Theoretisch könnten wir das auch so machen hier. Weil bei den Kursen hier vom LS Mapping Team sind ja die Felder mit Ballennummern hier auch, also auf dem Feld immer noch einen Punkt eingefahren. Da müssten wir die 18 nehmen und müssten sagen, hier fahr mal hin und schalt mal CP an. Ne? Und dann sollte eigentlich CP anfangen, Ballen einzusammeln. Wenn wir nicht noch das Feld vorgehen müssten, oder? Mal gucken. Ob er dort rumsteht oder ob er die Ballen einsammelt, das werden wir sehen. So, wird blockiert, ist aber schlecht. Wird doch keiner blockiert. Ach doch. Ach so. Da müsste er vorbeikommen. Na gut, der will ja auch noch eine halbe Stunde brauchen. Also der wird heute nicht mehr fertig. Achso, wo wir stehen geblieben waren, war ja Produktion, ne? Und Jürgen und Rolf, die haben sich ja die Fritzi Sprit, oder ähnlich heißt es glaube ich, also Getränkeherstellung gekauft. Weil wie gesagt, dort kommen Vitamine raus. Ne? Wir können einmal Getränke herstellen, glaube ich, aus Tomaten, aus Erdbeeren, wenn ich es richtig gemerkt habe. Und wir können Getränke herstellen aus Zwiebeln, also Zwiebelsaft und Karottensaft. Ne? Ich meine, es gibt natürlich Felder hier auf der Map, wo wir Zwiebeln und Karotten noch ernten können diese Saison. Das hier sind Zwiebeln, oder war das so? Genau, das sind die Zwiebeln. Ja, ist natürlich hier ja fast mit größtes Feld ja am Platz, aber wir hätten auch richtig viele Zwiebeln dann, hoffe ich. Ne? Man sieht ja leider vorher nicht, wie was der Status ist. Ne? Das hier unten Feld 45 kostet natürlich weitaus weniger. Haben auch Feld 46 haben wir besitzen wir schon unternehmen, ne? Aber ich glaube, das Feld war im 19er hatte das relativ viel Gefälle. Ne? Weiß nicht, ob das jetzt auch noch so ist, aber naja, ist schon nicht im Flachland. Ne? Wäre eine Option, ne? Und dann bräuchten wir natürlich Karotten. Und Karotten sind das hier sind Karotten, ne? Genau, das oder das. Würde natürlich hier Feld 47 uns richtig zugutekommen. Ne? Könnte man ja die zwei Felder noch dazu, dann müssten wir die Produktion noch kaufen. Hier sprechen wir erstmal von 300.000 plus 500 von 800.000. Ne? Brauchen wir noch Karten dazu, ne? Darf man nicht vergessen. Also Bodenkarten. Und hätten wir noch sozusagen 600.000 über. Für die Produktion würde es schon noch reichen, ne? Wäre wie gesagt eine Überlegung wert, ne? Ob man da nicht sowas noch gleich in die Richtung investiert. Dann hätten wir natürlich auch vollkommen unser Budget hier ausgereizt. Dann sieht es erstmal schlecht aus, weil dann müssen wir was einnehmen. Ne? Aber sehe ich nicht ganz so kritisch. So, und er wird selber erstmal blockiert hier. Ne? Mal Ballen wegnehmen, dass er auch rankommt. Und wird er jetzt sammeln oder geht er aus? Ne, CP geht an. Ah, Bedienerfehler.
Eine CP würde sammeln, aber er kommt nicht vorwärts, weil ich habe die Karre nicht resettet. Nur abgeladen und nicht resetten gedrückt. Fahren wir ja gleich mal selber eine Runde ums Feld. Weil es sieht doch gar nicht so schlecht aus, was wir jetzt zwischen den Ballen liegen haben. Die zwei dort auch mitnehmen können, oder? Auf jeden Fall hier oben noch weg, das ist wichtig. Dann kriegen wir noch 10 Stück drauf. Neun waren es, die wir noch drauf, nicht 10. Vielleicht wieder da. So, müssen wir das hinschaffen von der 18. Nicht gemerkt. Alles Verkauf West. Dann mal hier Attacke. Das war die erste Ladung, damit haben wir dann 50% abgegeben, wenn ich mich nicht ganz so schlimm verrechnet habe. Es sollte schon ganz gut noch für uns was übrig bleiben dann, ne? Meine kleine 20 Ballen, aber bleibt was über. Du hast das, was übrig bleibt, das können wir uns frühestens dann in der Montagsfolge angucken, oder? Genau. Denn wir werden für heute hier Feierabend machen. Allen natürlich noch einen schönen Sonntag. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Und dann machen wir Montag 16 Uhr weiter. Bis dahin und tschüss.